Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist das neueste Lausi Let's Play von mir. Wir spielen jetzt in nächster Zeit gemeinsam Life is Strange. Das ist das originale Life is Strange, der allererste Teil. Inzwischen sind ja rausgekommen Life is Strange. Dann die Vorgeschichte dazu, Life is Strange Before the Storm. Als Gameplay-Demo zu Life is Strange 2 ist rausgekommen Captain Spirit. Dann ist angesprochene Life is Strange 2 und am 10. September wird dann Life is Strange 3, also Life is Strange True Colors erscheinen. Das originale Life is Strange ist schon im Jänner 2015 rausgekommen und von Life is Strange und Life is Strange Before the Storm, also der Vorgeschichte, wird dann später im Jahr, also am 13., na Blödsinn, nicht am 13., sondern am 30. September eine Remastered Version rausgekommen. Ich hätte zwar theoretisch noch mit dem Let's Play warten können, bis dann die Remastered Version heraus ist. Allerdings wäre das kontraproduktiv, weil ich möchte mit euch gemeinsam dann auch Life is Strange True Colors spielen. Und Life is Strange True Colors, es setzt zwar nicht voraus, dass man die vorigen Teile wirklich kennt, weil es wieder eine komplett neue Geschichte hat, so wie Life is Strange 2. Allerdings möchte ich, dass ihr und auch ich, dass wir uns das gemeinsam anschauen, wie das ganze Spielprinzip von Life is Strange funktioniert. Life is Strange ist ein Spiel, es hat sehr gute Kritiken bekommen, es ist in Episoden aufgeteilt und das Spiel lässt sich eher mehr Zeit. Es setzt sehr viel Wert auf Handlung, auf Dialoge. Gameplay-Mechaniken sind sehr interessant. Ich weiß von Life is Strange Teil 1, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen, zumindest so viel handlungstechnisch, dass die Protagonistin, die Max, feststellt, sie hat Superkräfte, nämlich sie kann über einen gewissen Zeitraum die Zeit zurückdrehen und damit auf bereits gemachte Entscheidungen im Nachhinein noch Einfluss nehmen. Und das ist ein sehr interessantes Spielprinzip, ein sehr interessantes Konzept. Einige von euch wissen ja, ich bin ein riesen Zeitreise-Fan und wenn dann die Geschichte auch noch stimmt, was bei Life is Strange laut Kritiken auf jeden Fall der Fall sein wird, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf der Reise. Viel Spaß bei Life is Strange. So, und das geht auch schon direkt los nach der kurzen Einführung. Also das ist unsere Protagonistin, die Max. Und wie man sehen, die ist in einem Sturm gefangen. Und wir müssen in richtiger Alan Wake-Manier jetzt den Leuchtturm erreichen, der da hinten leuchtet. Sonst nutzt noch gar nichts, also ich habe ein paar Tasten ausprobiert. Ui, das ist aber mal ein riesengroßer Bildsturm. Ui. Jetzt weiß ich ja noch nicht genau, ob das jetzt schon eine Voraussicht, aber eine Vision auf Ereignisse ist, die dann stattfinden werden.
oder ob das tatsächlich passiert gerade. Holy shit. Um. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. Okay, also you feel like totally haunted by the eyes of those sad. Können wir uns ein Foto anschauen? She saw humanity is tortured, right? Und mal auf ansehen. And frankly, it's bullshit. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ich finde das Foto eigentlich ziemlich gut. Shh. Keep that to yourself. Seriously though. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Mm-hmm. And any one of you could do that to me. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Too obvious? But I like it old school. What if Arbus chose to capture people? If anybody else looked at this, what would they think? Ist ja das ein Tagebuch? Aha, das ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte, das Ganze. Wo ich, wenn ich wollte, jetzt alles durchlesen könnte. Aber ich glaube, dass das jetzt für ein Let's Play eher uninteressant ist. Das wäre jetzt einfach zu viel, wenn wir das jetzt alles durchlesen würden. Okay, und da haben wir dann so eine Art Übersicht, wo noch Schlösser drauf sind. Da sind also noch immer so Dinge gesperrt. Und wir befinden uns jetzt im Prolog. Aha, und da haben wir jetzt schon Figuren. Gesehen, also unser Max, die Protagonistin, der Mr. Jefferson, der Lehrer, die Victoria, die gerade da streberhaft eine Antwort gegeben hat, und die Kate, die von der Victoria mit einem Stück Papier abgeworfen wurde. Und wir sind jetzt in Episode 1, also wie eh schon angesprochen, das Ganze ist in Episoden aufgeteilt, also es sind insgesamt, glaube ich, 5 Episoden. Okay, und da haben wir auch wieder so einen Ordner, wo anscheinend Orte dann im Laufe der Zeit freigeschalten werden, wie auf einer Karte. Und wir sind jetzt in der Blackwell Academy. Da könnte ich noch SMS lesen. Zum Beispiel von der abgeworfenen Kate haben wir sogar SMS. Okay. Und sie haben anscheinend ausgemacht, dass einen Tee trinken gehen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob heute der 25.09. ist. Das könnt ihr vielleicht herausfinden, wenn ich das Tagebuch aufmache. Na, es ist schon der 1. Oktober anscheinend. Okay. Und da haben wir die Kamera. Da haben wir gleich ein Selfie. So, she could have taken another approach. I have to admit. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay, so funktioniert das. Ich muss dann also eine Antwort geben, fragen oder wahrscheinlich auch in der Manier Entscheidungen treffen. Ja, anscheinend weiß sie die Antwort nicht. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face.
Very good, Victoria. Oh man. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. Ah, jetzt leitet's. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Und ich sag's euch gleich. Ich hab mir vorgenommen, weil das Spiel ist natürlich seit 2015. Ja, das stimmt. Da hat die Max recht. Natürlich schon mehrmals Let's Played worden und reviewed worden, etc. Ich möchte gar nicht so übertrieben viel Entscheidungen treffen, die dem Mainstream folgen. Ich möchte schauen, weil es ist damals ja damit geworben worden, dass man sehr viele Entscheidungen treffen kann und die auch Einfluss aufs Spiel haben. Ich möchte mir das anschauen, ob das tatsächlich so ist. Ich kenne nämlich von anderen Let's Plays ein paar Szenen und ich probiere das Ganze ab. Wenn es möglich ist, bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne das Spiel selbst so nicht, ich habe es noch nie selbst gespielt. Ich möchte aber probieren, ob das tatsächlich möglich ist, dass man es ein bisschen unkonventioneller anlegt, das Ganze. Hey Kate. Hi Kate. Oh. Hi Max. Wie, die schaut fertig aus. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Ah, die Kate tut mir irgendwie leid. Schaut ziemlich fertig aus. Da ist ein Computer offen. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Also das wäre mir neig, dass es in einer Schule gute Computer gibt. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ist das so eine Art... ja, das ist so eine Art Bildbearbeitungsprogramm anscheinend. Okay. Ja, wie seht's, also die Dinge, die ich dann ansprechen kann, die sind dann immer so markiert und ich könnte mich da jetzt irgendwie so herantasten und wirklich alle einzelnen Objekte auch noch anschauen, genauer. Aber ich denke, das geht über den Rahmen eines Let's Play hinaus. Ich kann mir höchstens da das Tablet, das noch unversperrt ist anscheinend, das schaue ich mir schon an. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Also die Victoria ist ja wirklich... Ui. She'll have better equipment than Blackwell. Oh man, $5,299. Kamera, das ist... Ui. Das zahlt sich aus. Ah, und... Rachel Amber Forever. Das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Ab und zu kann man dann von Objekten auch Fotos machen. Also das wäre sicher ganz interessant, wenn man da dann die Dinge zumindest, die man fotografieren kann, nicht übersehen. Okay, das dürfte dann im Tagebuch anscheinend irgendwo aufschlagen. Ah, das ist eh schon da. Okay. Ui. Jetzt hätte ich vorher vielleicht im Menü schauen sollen, wie das vorher ausgeschaut hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie mir das vorher gezeigt worden ist. Okay, ein zerbrochenes Skateboard kann ich dann anscheinend fotografieren. Ein Eichhörnchen, das aus einer Cola-Dose trinkt. Okay. Ein Van, ein Vogel, ein Sonnenuntergang. Okay. Oh Mann, die Victoria ist ja Schleimerin. Billige Scheiße. So leid mag ich gar nicht. Okay. Ja, mich interessiert das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt einmal mich... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Okay. Mios. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich. Ich habe ja anscheinend ein Foto gemacht. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar.
Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt sowas von wurscht, weil ich ertrage das nicht, wenn sie die Victoria da bei dem Mr. Jefferson, der irgendwie so schmierig wirkt, einschleimt. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Banschel hätten, ganz ehrlich, aber okay. Aber lass dem jetzt gehen, ja. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture. Das dürfte eine Lehrerin sein. I need a serious time out in the bathroom. Bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you, driving a car by the seaside. Soundtrack ist ziemlich cool anscheinend. Wie ihr schon, ich möchte das Ganze ein bisschen unkonventioneller anlegen, im Video gar nicht mit zu einmischen, bei den ganzen Dialoge etc. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Oh Mann, sie ist aber auch nicht gut benannt, wenn sie dort so einen Zusammenbruch hat. Okay. Waschbecken. Igel. Aha, das ist aber lustig. Benutzen. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Es ist ja lustig, wenn man da so ein König wird. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Mach das Foto nicht jetzt kaputt, Puppi, gell? Das ist nämlich ein richtig gutes Foto. Oh. Hey, ein Schmetterling. When a door closes, a window opens. Or something like that. I hate Victoria Chase. Okay, okay, das heißt die Chloe nicht die einzige. Die Chloe ist so wie die Max nicht die einzige. Chloe, das ist eine Freundin von der Max. Also das. Das weiß ich schon von. Andere Videos bzw. von Reviews. Machen wir sofort ein Foto. Ja, das wird sicher ein richtig gutes Foto. In dem Licht. Bist denn du? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just Nathan. Count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. This is the Chloe. Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch!
I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Whoa. What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Fuck. Du Scheiße, der hat echt geschossen. Whoa. Oh. What the fuck? How? Okay. How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. That poor girl, yeah. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already world. Heard this lecture. From light to shadow. From color to now shadow. Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit! Can you give me an example of a Damn, photographer I cannot believe who this. Captured the human condition no. in black and white? Just take a boot. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? L2, um die Zeit zurückzudrehen, okay. Hui. Muss eine Spirale und das dürfte anscheinend das sein. Was mein Zeitfenster ist, dass ich zurück dran komme. I actually did it. This is ziemlich cool. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Wenn ich jetzt wieder ein Selfie mache, dann frage ich mich wieder das gleiche und ich weiß aber die Antwort. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming course, this. As you all know, the it's real. Portrait has been popular I can tell. Since the early 1800s. Your generation so I can the go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I say that? Girl, this is the Chloe, has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom. Sie ist Freundin von ihr, wieso weiß sie das nicht? Now, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay. Wieso gibt sie nicht einfach die Antwort? Dann hat sie schneller Ruhe. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Okay. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. Ja, du musst noch mit zurück. The process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Aha. Give him the right answer. Das ist jetzt kein zurück. Bis zum schwarzen Punkt, der da jetzt auf einmal in der Spirale ist. Ah, und dann R2, dann geht's noch schneller. Um. Max, jetzt könnte ich mit R1 überspringen, direkt zur Entscheidung. Ja, und jetzt habe ich da die richtige Antwort dabei, weil ihr es wissen erlangt habe durch die Zeitreise. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Let's take it tomorrow. When you actually finish reading the assigned chapters, Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. Okay. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. So das muss ich schnell mit ihm reden. Crazy. Damit er mich auslässt, weil er hat mich vorher wieder nicht gehen lassen. Time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture.
Ich weiche nicht aus. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay. L1. Ah, das tut er dann automatisch. Jetzt hupft er direkt zum schwarzen Punkt und jetzt kann ich ihm noch mehr ohne mit dem wissen. Excuse me. Das überspringen wir jetzt, weil das kennen wir ja schon. Photography's future stars avoid handing in her picture. Und jetzt zog ich es gleich wieder. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, das war nur so ein kleines Tutorial, würde ich sagen. Dass man sehen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, jetzt werden wir eher versuchen, den unkonventionellen Weg einzuschlagen. So, von dem lasse ich mich nicht nochmal reinbringen. Ah, R2 kann man schneller laufen. Passt. Ich schaffe es auf jeden Fall noch rechtzeitig in die Toilette. Okay, Max, retrace every step. Mach ich das Foto nicht wieder hin. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me. Sehr gut. Wowzer, I need a hammer to break it open. Get a hammer. To get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Was? Holy shit, I can't let this happen. Oh man. Okay. Das heißt, ich muss sofort den Wogen bewegen. Missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a hammer to break it open. Willst du mir jetzt pflanzen? Missed your punk ass, would they? Na, ich muss da weiter zurück. So. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Ja, sicher. So geht's auch. Und beim ersten Mal nicht weit genug zurück. Und die Objekte behaltet sie sich anscheinend. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Naja, ich mein, wir haben sie jetzt gerettet. Shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ich weiß nicht, warum sie die Chloe nicht erkennt. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Mhm. So, jetzt könnte ich da ja mit dem Direktor reden, aber jetzt probiere ich es einfach einmal, ob ich gehen kann. Weil die erwarten ja, dass ich mit ihm rede. Ganz eindeutig. Hold on, Max. Okay, was wissen wir über Nathan, ha? Gehen wir petzen. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ja, also Nathan melden oder die Wahrheit verbergen. Der Nathan Prescott, wie wir wissen, war das. Nathan Prescott dürfte mehr Einfluss haben auf die Schule, wenn er eine reiche Familie ist. Das ist das, was die blauhaarige Chloe gesagt hat. Ich bin mal still, lieber. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. Tell me what you're hiding.
you can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. Huh? I don't think your parents will approve when they find out. Now get out. Wieso Ärger? Class. Please. Nur weil ich die Zeit zurückdrehen kann und den Feueralarm ausgelöst habe? No, he does not try that at all. Dieses Symbol bedeutet, dass deine Tat Konsequenzen haben wird. Kannst die Zeit zurückdrehen, um dich anders zu entscheiden? Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Na, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und bei der bleibt's jetzt da. Max, wir tun jetzt nicht zurückdrehen. Es bleibt jetzt genau bei der Entscheidung. Das kann ich da garantieren. Und da sind wir jetzt am Schulgelände der Blackwell Academy. Hm, schaut jetzt ziemlich nice aus. Herbstelt. Ach, ich mag den Herbst. Meine Lieblingsjahreszeit. Okay, Leute, das war die erste Episode von Life is Strange und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spielprinzip taugt euch. Zeitreisen, ich glaube, damit kann man nicht viel falsch machen. Ich denke, die Handlung wird ziemlich interessant werden, ziemlich gut. Und vor allem, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei und bis dahin passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Schönen Tag noch, baba, ciao.